Buenos dias. Hola, die erste Woche hier in Lima ist vorbei. Es ist echt viel passiert. Wir sind voll überwältigt, was hier eigentlich alles vor sich geht. Die ganze Stadt ist, an allen Ecken und Enden sieht man, dass die Klimakonferenz hier Thema ist. Und ja, das werden wir heute ein bisschen berichten, was in der ersten Woche vor sich gegangen ist. Wir werden anfangen mit dem Young and Future Generations Day. Christiana Figueres hier im blauen Jackett hat sich Zeit genommen für ein Briefing mit Jugendlichen. Sie ist die Generalsekretärin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention. Auch dabei war der peruanische Umweltminister, der Präsident der Konferenz ist. Die Themen dieser Fragen waren vor allem die Begrenzung der Beteiligung von Jugendlichen unter 18, die nur im Einzelfall Zugang haben, und auch die Finanzierung von Jugenddelegierten aus Entwicklungsländern, die eigentlich unterrepräsentiert sind im Prozess. Das Sekretariat hat unterstützt mit seinen 400 Mitarbeitenden die Verhandlungen, so ähnlich wie die Parlamentsdirektion in Österreich. Zum siebten Mal fand während der Klimakonferenz eine Fragestunde für Jugendliche statt, bei der sie Themen, die für sie interessant waren, mit dem hochrangigen Handel diskutieren konnten. Unter anderem wurde die Deklaration präsentiert, die im Vorfeld bei der Jugendkonferenz ausgearbeitet wurde. Und leider kam es schlussendlich nicht mehr zu Fragen der Jugendlichen, da die Zeit schon vorbei war. Außerdem finden täglich Aktionen statt, hauptsächlich auch von Jugendlichen. Hier zum Beispiel für die gleichberechtigte Einbeziehung der verschiedensten Generationen in das Klimaschutzabkommen. Und auch hier für, wie man sieht, für peruanische Gemeinschaften wie die Saveto, welche sich für die Rechte ihrer Länder und das gegen die illegale Abholzung einsetzen. Während der ganzen Woche liefen natürlich auch die Verhandlungen auf vielen Ebenen zugleich, zum Beispiel im sogenannten ADP, das ist die Ad Hoc Working Group, welche in Durban 2011 ins Leben gerufen wurde. Ein Strang davon befasst sich mit der Vorbereitung eines Abkommens, was 2015 in Paris beschlossen werden soll. Nicht alles wird allerdings im Plenum diskutiert, sondern es gibt viele informelle Arbeitsgruppen, was natürlich für Delegationen mit vielen Mitgliedern einen Vorteil bedeutet, weil sie alles mitverfolgen können. Die Verhandlungen laufen so, dass Ihnen ein bereits in vergangenen Verhandlungen ausgearbeitetes Abkommensvorlage zugrunde liegt, zu denen eben dann die 195 Vertragsparteien Anmerkungen machen können, mit dem Ziel, dass schlussendlich dann in Paris ein Konsens erzielt wird über dieses Abkommen. Konsens bedeutet, dass kein Land sich dagegen entscheidet. Exklusiv für die Gäste der Konferenz gab es am vierten Tag die Eröffnungsfeier. Hier versuchte sich Peru von seiner besten Seite zu zeigen, also mit Tänzen und Kulinarik aus allen Regionen. Und um 10 war das Ganze dann aber eigentlich wieder vorbei, weil am nächsten Jahr ja die Verhandlungen weitergingen. Ja, bleibt's weiter dran, denn die zweite Woche wird sicher mindestens genauso spannend. Die Ministerinnen und Minister reisen jetzt an und auch die Verhandlungen gehen in die heiße Phase. Wir werden weiter berichten, also schaut's wieder vorbei. Adios! Bye bye!